auch Becker mit, in Anführungszeichen gesprochen, der Rasentaktik, zweiter Aufschlag, trotzdem nach vorn gekommen, gute Volleys gespielt. Wahnsinnsreaktion. Er musste sich auf die eine Seite konzentrieren. Stopp war zu lang. Ass Nummer 2, und wenn der Aufschlag bei Becker kommt, ist das für ihn psychologisch ein Positivum. Dann fühlt er sich sicher bei allen Schlägen. Noch hatte er bis dato hier und da Probleme, vor allem auf der Rückhandseite. Aber so nach einer Viertelstunde Spielzeit schießt man sich allmählich ein. Edberg serviert konstant auf die Rückhand von Becker, treibt ihn weit aus dem Feld hinaus, um dann den freien Platz zu nutzen. 30 beide. Oh! Da.
schießt nicht. Avantage, Advert. Der erste leichte Wutausbruch bei Becker. Unmut über seinen Lob. Judge, Ed Berger. Ed Berger, man, zero, wrong. Die erste wirklich bedrohliche Situation für Boris Becker. 0,40. Große Gefahr, den Aufschlag zu verlieren. Da ist es passiert. Noch einmal die Zeitlupe. Edberg begünstigt durch den Netzroller. Damit war Becker geschlagen. 4:2 Führung für den Schweden.